Kennt ihr das? Ihr wollt einfach nur mal schnell was machen? Und dann sieht es so aus. Eigentlich wollte ich ja schnell mal nur was am Autoradio hübsch machen. Ja, so ist das. Nämlich, wenn ich die Zündung angemacht habe, sollte das Autoradio eigentlich angehen. Bloß das hat nicht funktioniert. Ein Kabel vom Zündschloss hoch zum Autoradio war original dran. So, nun ist es aber so, dass vielleicht eventuell mal jemand dieses Zündschloss getauscht hat und da dieser Kontakt nicht mehr in dem Zündschloss drin ist. Ne? Also Strom jedenfalls, wenn ich das Auto anmache, kommt nicht zum Autoradio an. So, habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich das erstmal abgebaut da unten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lenksäule lose ist. Also die eine Schraube, die die Lenksäule oben hält, war lose. Oh. Kriegst ja so nicht mit, wenn du ganz normal fährst. Ne? Also das schon mal erledigt und festgeschraubt. Dann habe ich hinten vom Zündschloss den Stecker bezogen und habe da mal durchgemessen. Da liegt das Kabel ja auch an. Was bleibt mir denn dann noch übrig, wenn ich das so schalten will? Dann muss ich halt die Klemme 15 nehmen, also das schwarze Kabel von dem Zündschloss. Und ich habe dann dort dieses braun-schwarze Kabel raufgepackt und das dann oben hochgeführt und dann direkt an den Stecker mit angelötet. Na, also das ist das Beste, was du machen kannst. Das nächste war, wenn ich jetzt Licht anschalte, dass sich das Licht im Autoradio verändert, also dimmt oder heller wird. Das habe ich jetzt auch mit angebaut. Also jetzt dürfte das eigentlich rein theoretisch ordentlich funktionieren. Also ich habe es schon mal ausprobiert mit dem Dauerplus und mit dem Schaltplus funktioniert, ja. Warum erzähle ich euch den ganzen Quatsch? Naja, ich wollte so eine Art News machen, eigentlich. Aber ob es wirklich News sind, das sei mal noch dahingestellt. Ne? Warum habe ich den ganzen Quark alles eigentlich gemacht? Weil ich wollte ja nur mal schnell, ne? Nun ja, dann habe ich mir gedacht, baust du den Heizungskasten um, weil aus diesen großen Luftdüsen kalte Luft kommt und nur aus diesen warme Luft. Nun gut, gesagt, getan, hab dann angefangen alles auseinanderzubauen und hab dann aber auch gesehen, dass eben auch diese ganzen Kabel sich nach und nach abisoliert haben und das ja auch nicht schön ist, wenn die da drinnen da so vor sich hin rotten oder oxidieren oder so, ne? Weil ich habe das ja schon bei dem Autoradio so gemacht, ne? Ich habe jetzt da kein Video von dem gemacht, also wie man so ein Gewebeband oder so ein Stoffband um ein Kabel wickelt, das weiß ja jeder selber. Aber wer es gerne nochmal sehen möchte, ist kein Problem. Da lacht doch keiner, das wird dann halt gezeigt und dann ist gut. So, dabei ist mir aufgefallen, wie gesagt, dass die Gewebeband ab ist oder das Stoffband ab ist. Und da habe ich dann halt mir zwei Sachen bestellt. Hier kannst du das gar nicht kaufen. Hier kostet eine Rolle ein 10er. Nasbord und Licht bei Amazon bestellt, der kostet eine Rolle ein 5er. Ne? Also, bisschen unverschämt. So, jetzt habe ich die ganzen Kabel alle umwickelt. So, dabei ist mir aufgefallen, also was mich schon lange gewurmt hat, da ist ein braunes Kabel, das geht über diesen beiden Pluskabeln hier, diese beide, weg, also in den Motorraum rein. Habe ich jetzt mal durchgemessen. Das braune Kabel geht an der Seite zu dem hinteren Stecker. Könnt ihr das da sehen? Da ist dann so ein Stecker, der hintere. Der vorne ist für die Lambda-Sonde, glaube ich, und der hintere ist für irgendwas. Das geht zum Motor. Ich weiß es jetzt nicht. Also verzeiht es mir. Wie macht man das Ganze jetzt? Also beim Auto im Kasten muss da was weggeschnitten werden. Hier. Das muss weggeschnitten. Das geht ein bisschen schwer, aber wenn man das rausgemacht hat, dann klappt das doch schon. So, hier habe ich einfach bloß ein Stück Plastik drin gemacht, ne? Und das mit Heißkleber fixiert bzw. dicht gemacht. Ne? Und dann noch hier mit Epoxidharz an den Ecken. Wer jetzt aber sich dieses Video komplett nochmal angucken möchte, ja, der kann auf den Kanal
vom Karl, hat rennt sie sogar, Rostumwander, mal gucken. Der hat da zwei hervorragende Videos gemacht, wie man das auseinanderbaut. Ne? Ja, ich weiß, ich hätte ja auch ein Video darüber machen können, aber wenn der Karl das schon gemacht hat, warum sollte ich das dann nochmal tun? Ne? Also, wie gesagt, da könnt ihr mal gucken. Es gibt ja auch Menschen, die mögen den anderen nicht oder so, aber das ist ja nun egal, das zählt ja das Ergebnis. Im Übrigen kann man sich einen wunderbaren Pollenfilter hier einbauen, indem man hier einfach ein bisschen Schaumgummi vormacht. So eine ganz dünne Schaumgummiplatte. Oder es gibt Filter, Feinstaubfilter von Drucker. Die werden an der Seite an den Drucker rangemacht. Ne? Und der Lüfter saugt ja die warme Luft aus dem Drucker raus, aus dem Laserdrucker raus und pustet die quasi in die Umwelt. Ne? Und damit jetzt dieser Feinstaub von diesen, also diese Partikel von diesem Laserstaub nicht oder Pulver von diesem Toner nicht in der Umwelt gelangt oder in die Lunge von den Menschen, gibt es dort kleine Filter mit Filterkäfig. So eine HEPA-Filter, Feinstaubfilter. Die könnte man hier prima als Innenraumfilter anbauen. Mal so als Tipp. Ja, und für die Opel-Fans unter euch habe ich hier noch was. Und zwar bei dem Tigra B, also bei dem Tigra Twin Top, bei dem Cabrio von meiner Frau, ist vorne rechts das Radlager kaputt. Ich weiß es nicht genau, wenn du links rumfährst, macht das rechts Geräusche. Also müsste eigentlich das Radlager sein. Deswegen tausche ich jetzt beide Radlager vorne. Und ja, darüber mache ich auch noch ein Video. Ne? Also für die Opel-Fans natürlich an euch sei auch gedacht. Ne? Also das könnt ihr auch zum Beispiel beim Corsa C oder so anwenden. Das ausbauen, wenn er das so möchte. Ja, ich weiß, da gibt es aber auch wieder Videos drüber von Professionellen, bla bla bla, aber na egal. Jeder hat ja seinen eigenen Charakter, sagte ich ja schon mal. Ne? Der nächste, der Dicke, also der Omega, den wir haben. Da ist unten drunter, der hat die Triebe. Ja, wo sollte es sonst sein? Auf dem Dach wird nicht schlecht sein, ne? Aber, das ist undicht. Und ich ärgere mich tierisch darüber, dass das undicht ist, weil das macht eine Menge Arbeit. Und gerade in Automatik sind Automatikgetriebe. Ne? Und ich selber habe ja auch keine Hebebühne. Das heißt, ich muss die Kiste jetzt aufbocken und da wieder unterkriechen und dann die 98.000 Schrauben da lösen und dann das Öl da rauskippen irgendwie, neue Öl rein, neuen Filter rein, neue Dichtung runter. Ich hoffe mal, dass das die Dichtung ist, weil ich habe das Öl gewechselt vom Automatikgetriebeöl. Ne? Das handelt sich da übrigens um ein AR35, so heißt das richtig, mit Spülung. Also ich habe das auch gespült. Darüber gibt es aber auch kein Video, leider. Ich habe nur ein paar Fotos, wo ich den kompletten Motor gemacht habe. Also falls da mal jemand ein Video drüber sehen will, kann ich die Fotos zeigen und ein bisschen was erklären dazu. Na, jedenfalls habe ich das gemacht, habe auch die Schrauben nach Newtonmeter angezogen, nämlich plus 8 bis 10 Newtonmeter, ne? 8 Newtonmeter glaube ich sind das bloß. Dann ist es leicht undicht geworden, fing es an zu schwitzen, dann habe ich nochmal geguckt, dann hat sie die Dichtung gesetzt, ja, es war nochmal lose, dann habe ich das nochmal nachgezogen, aber wenn einmal das Öl durch eine Dichtung kriecht, kriecht es immer wieder durch eine Dichtung. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ungefähr 100 Euro investiert und habe nochmal zwei neue Dichtungen gekauft und ein Filter, ich wechsle gleich den Filter normal, auch wenn der Filter jetzt 5000 Kilometer jetzt drin ist, ne? Und einmal Automatikgetriebeöl. So. Ich werde es dann auch drehen und mal gucken, ob ich euch das auch zeigen kann, weil mit der großen Kamera komme ich da schlecht unter das Auto. Und da ist ja auch das Lichtverhältnis auch mal ein bisschen blöd, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Nächste Thema KR50. Also, ich werde ja oft gefragt, was ist jetzt mit dem KR50 und so weiter. Der KR50 kann ich wirklich nur machen, wenn es ein bisschen schöner geworden ist draußen, wenn es ungefähr 20 Grad hat. Weil ich muss ja echt die Rahmenteile lackieren, ne? Also, in echt. Also, ich muss ja die Rahmenteile lackieren. Und da ist es ja auch wichtig, dass es ein bisschen warm ist, ne? Damit die Farbe auch dann hält, der Spiegel vernünftig ist. Und zumal ich ja mit einem Kompressor und einer Sprühpistole noch nicht lackiert habe, muss ich da erstmal kicken, wie das geht. Ne? Und dann muss ich ja noch die Teile, die sind ja schon die Sandstrahl seit einem halben Jahr, noch mal ein bisschen abschleifen. Und wir müssen ja noch den Rahmen von innen behandeln, damit der da nicht rostet. Ne? Aber da mache ich ein einzelnes Video drüber, passt schon. So, jetzt habe ich aber eine ganze Reihe an Videos
von einem SR2-Motor und ich habe die mit Absicht so auf 10 Minuten, 15 Minuten gezogen, damit man auch ein bisschen was verinnerlichen kann an die Sache. Ich kann ja jetzt kein Video von einer Stunde draus machen, das wird dann irgendwann langweilig, wenn du davor sitzt. Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich das so aufgeteilt. Und es könnte sein, dass das 8 oder 10 Teile werden, nicht wie angekündigt, nur bis zu 8 Teile, ne? Aber ist ja egal. Leute freuen sich drüber und jetzt sehe ich auch an den Klickzahlen, auch wenn bloß 300 sind bis jetzt, ne? Freut mich ja ungemein, ne? Dass ihr euch das anguckt und euch auch darüber freut. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich Fehler mache, ne? Darauf hinweisen. Nicht meckern und sagen, pass mal auf, Torti, du musst das so und so machen. Okay? Jetzt habe ich hier noch eine Rolle, da ist Eisen drauf. Und da habe ich mir was bestellt und da mache ich mal noch ein extra Unboxing. Wollt zwar sowas nie machen, aber ja, wenn es euch denn interessiert, dann mache ich das gerne. Ne? Das hat jetzt sowas indirekt direkt mit dem Polo zu tun, der hat nämlich ein leichtes Eisenproblem. Und das muss man dann noch vorm TÜV irgendwann mal beheben. Und da muss ich noch ein bisschen was lernen. Ach so, ne? Und dann habe ich das hier da. 9 Zähler. Also wer gemerkt hat, wir sind jetzt wieder hier im März angekommen da. Also bei dem SR43 Sperber. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein Newsnet, ne? Mal ganz kurz. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt, was ich so treibe die ganze Zeit jetzt hier, gerade jetzt, wo du ja nicht rausgehen solltest oder was weiß ich, ne? Also ich gehe schon raus, ne? Ich habe ja auch einen Hund und so und muss ja auch mal einkaufen. Macht ja jeder. Oder geh in meine Garage, es stört ja keinen. Wir haben ja hier in Uckermark keine direkte Ausgangssperre oder so. Den einzigen, den ich hier mal begegne, ist mein Garagenachbar. Ne? Das wartet nur. Meine Kumpels und so, die sind alle zu Hause. Die kommen ja auch nicht her. Ne? Also die kommen sonst auch nicht her. Nur wenn sie was brauchen. Genau, sieht aus. Also ich würde sagen, bleibt mal schön gesund, ne? Und bis zum nächsten Video. Und die Woche kommt auch noch ein SR2-Motor-Video. Da machen wir den auch noch weiter. Und wenn sonst noch irgendwas gibt, werde ich mich natürlich melden. Ne? Gut, alles klar, haut rein. Tschüss.